So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu Top 2, zu unserem Fachgespräch zur Forschung und Innovation für vernachlässigte und armutsassoziierte Krankheit, für den wir uns 45 Minuten Zeit genommen haben. Wir sind bereits 4 Minuten verspätet. Dieser Tagesordnungspunkt ist öffentlich und wird im Parlamentsfernsehen auf Kanal 2 übertragen und kann natürlich auch im Internet gestreamt werden. Das Wortprotokoll zu diesem Topf wird ebenfalls zeitnah online verfügbar sein. Und einfach der Hinweis, Kanal 1 hier für die Personen, die jetzt hier im Raum sind, Kanal 1 ist Original-Track sozusagen, Kanal 2 ist die deutsche Version und Kanal 3 die englische. Ich begrüße hier unsere Sachverständigen, die es heute nach Berlin verschlagen haben, Herrn Prof. Dr. Jürgen May, Vorsitzender der Bernhard-Noch-Institut für Tropenmedizin. Es ist unser größtes Forschungsinstitut für globale Infektionen in Deutschland. Und Frau Joel Tengai, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Direktorin für externe Angelegenheiten, also External Affairs Director der Drugs for Neglected Diseases Initiative. Sie fungiert auch als Executive Lead für Diversity, Equity and Inclusion. Ich schlage vor, dass Sie, verehrte Sachverständige, uns zunächst eine kurze Einführung über 10 Minuten geben. Ich achte ein wenig auf die Zeit. Sie kennen das sicherlich aus wissenschaftlichen Symposien, dass wir uns sehr daran halten, damit wir auch anschließend eine Fragerunde oder mehrere Fragerunden auch durchführen können. Anschließend möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Fragen zum Bericht zum BMBF, da steht die Frau Kempf zur Verfügung, ausschließlich schriftlich gestellt werden können. Und ich weise darauf hin, dass das Gespräch simultan gedolmetscht wird. Im Raum hören wir die Übersetzung. Ich schlage vor, dass Professor May beginnt und Frau Joel Tengai dann anschließend sich melden wird. Deswegen, Professor May, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender und sehr verehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung und herzliche Grüße aus Hamburg von der Elbe, vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin, das ein Leibniz-Institut ist für interdisziplinäre Forschung an globalen Infektionen und auch für die Fort- und Weiterbildung und die Krankenversorgung für tropenmedizinische Infektionen und für Infektionen zuständig ist, die hierzulande nicht so häufig sind. Und diese armutsbedingten und vernachlässigten Tropenkrankheiten umfassen eine immense Krankheitslast weltweit. Dazu gehören Malaria, Tuberkulose, HIV, aber auch die sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten mit einer Krankheitslast von mehr als 1,7 Milliarden Menschen. Was die Beteiligung der deutschen Forschungsinstituten zu diesem Thema betrifft, haben wir eine Analyse gemacht 2017 und veröffentlicht Forschung zu vernachlässigten Tropenkrankheiten. Und im April diesen Jahres wird nach 5 Jahren wieder eine Analyse veröffentlicht werden, wo wir sehen wollen, was sich in den letzten 5 Jahren verändert hat. Diese Erkrankung bezeichnet einen Teufelskreis zwischen Krankheit und Armut. Diese Erkrankungen führen zu erhöhten Kosten, Arbeitsplatzverlusten, Bildungsnachteilen, Pflegekosten, was zu erhöhten Armut führt. Und diese Armut führt dann zu verschlechterten Hygienebedingungen, zu verminderter Widerstandsfähigkeit und verminderter kindlicher Entwicklung und Hunger, was wiederum die Krankheit beflügelt. Und innerhalb dieses Teufelskreises entstehen auch Epidemien besonders leicht. Und das führte auch dazu, dass während der Covid-19-Krise viele Aspekte der Bekämpfung dieser Poverty-Related and Neglected Tropical Diseases auch verschlechtert wurden. Und es wird, wenn über Global Health geredet wird, vielfach über Pandemic Response und Verhinderung von Epidemien und Pandemien geredet. Und es wird oft vergessen, dass es sich hierbei um bestehende und weiter fortbestehende
Erkrankungssituation in Ländern mit ressourcenarmen Bedingungen handelt, die wiederum auch dann zu Epidemien führen können. Das SDG Ziel 3, also die Sustainable Development Goals, ist Gesundheit und Wohlbefinden für alle zu verbessern. Und das betrifft zwei Aspekte. Einmal die gesunden Gesundheitssysteme mit vernünftiger Bildung, Nahrung, Mütter-Kind-Gesundheit, richtiger Familienplanung und guten Hygiene- und sauberen Wasserbedingungen. Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Menge Infektionskrankheiten, die dieses Gesundheitssystem in Gefahr bringen. Dazu gehören auch die NTDs. Und wir müssen an beiden Seiten arbeiten. Einmal die Gesundheitssysteme stärken und dann mit einzelnen Interventionen, die spezifisch gegen einzelne Erkrankungen auch gerichtet sind, verhindern, dass Gesundheitssysteme in Gefahr kommen. Und dafür brauchen wir Forschung und Entwicklung. Und welche Forschung ist vordringlich? Das ist auch in der NTD Roadmap bezeichnet. Und es liegt fast auf der Hand, dass wir natürlich zuverlässige Präventionsmaßnahmen brauchen. Dazu gehören vor allen Dingen auch Impfstoffe, aber auch andere Maßnahmen, effiziente und nebenwirkungsarme Medikamente. Vor allen Dingen auch für bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel Kinder, sind notwendig. Und was oftmals vergessen wird, eine sensitive und spezifische Diagnostik. Wenn wir hohe Fallzahlen haben, dann sind Massenbehandlungen möglich und sinnvoll. Aber wenn diese wirken, dann haben wir geringere Fallzahlen an bestimmten Erkrankungen. Und dann brauchen wir auch gute Diagnostik, um einzelne Fälle dann zu behandeln. Und es ist auch sehr wichtig, dass diese drei wesentlichen Säulen der Bekämpfung von Erkrankungen auch angenommen werden, richtig angewandt werden und dass diese Medikamente und Impfstoff und Diagnostika dann auch an die Menschen kommen. Also Access ist hier sehr wichtig. Und was diese Annahme betrifft, das ist die etwas, was auch in der Forschung bedacht werden muss, also nicht nur Forschung zu Erregern und Immunologie und klinische Forschung zu Medikamenten und Vakzinen, sondern auch Implementationsforschung, das heißt mit medizinischer Anthropologie, Gesundheitskommunikation und Gesundheitsökonomie sehen, dass diese Maßnahmen auch richtig an die Menschen kommen. Und das ist das, was man die Translationskette nennt vom Pathogen zur Implementationsforschung. Ein Dilemma besteht darin, dass globale pharmazeutische und biotechnische Unternehmen über das notwendige wissenschaftliche Fachwissen bei der klinischen Entwicklung zu Medikamenten und Vakzinen verfügen und auch über die finanziellen Ressourcen. Aber meistens gibt es wenig oder kein kommerzielles Interesse an Investitionen in diesem Bereich, kaum Interesse daran, sie für arme Patienten erschwinglich, zugänglich und zuverlässig zu machen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Produktentwicklungspartnerschaften, PDPs haben, die erschwingliche und zugängliche Impfstoffe, Therapeutika und Diagnostika für die vernachlässigten Populationen entwickeln. Und hier gibt es eine Förderlinie durch das BMBF, wo jetzt in der nächsten Runde 5 dieser PDPs auch gefördert werden. Und hier geht es um den Aufbau von Plattformen für klinische Studien in den Ländern, in denen diese Erkrankungen vorkommen, Entwicklung von Kapazitäten vor Ort durch Training von Laborsystemen, Epidemiologie und Kontrolle von Infektionskrankheiten und auch um die Bildung von regulatorischen Voraussetzungen, also diese Medikamente auch zuzulassen in der richtigen Art und Weise. Und das bedeutet, es geht darum, effiziente Netzwerke für nachhaltige Partnerschaften in den Ländern zu schaffen. Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Anti-Cov-Netzwerk, wo 13 afrikanische Institutionen und 6 Institutionen aus dem globalen Norden beteiligt sind, zusammen mit einer PDP, dem DNDi, und noch 2 weiteren PDPs. Und dieses Netzwerk, was ursprünglich dafür gedacht war, Medikamente gegen Covid-19 zu entwickeln für diese Länder, kann jetzt als bestehendes Netzwerk auch für die Bekämpfung von armutsbedingten und vernachlässigten Erkrankungen genutzt werden. Und neben den PDPs gibt es 3 weitere oder 4 weitere
wesentliche Stränge zur Förderung von Forschung in diesem Bereich. Einmal Forschungsnetzwerke für Health-Innovationen in Subsahara-Afrika. Das sind 5 Projekte, die mit 50 Millionen gefördert werden vom BMBF. Die DFG ist jetzt in der 12. Ausschreibung für deutsch-afrikanische Forschungskooperationen zu Infektionskrankheiten. Die European Developing Countries Trial Platform ist jetzt in der Phase 3, wo auch NTDs und Malaria, Tuberkulose und HIV klinische Studien gefördert werden. Und im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung gibt es seit 2012 Förderung für diesen Bereich, auch für afrikanische Partnerinstitutionen. Und seit 2020 gibt es eine Einheit Malaria und NTDs. Und dies alles sollte in einer gesamtheitlichen Sicht gesehen werden, sowohl für Bekämpfung als auch Forschung. Das heißt, dass Mensch, Tier, vor allen Dingen bei Zoonosen und Umwelt mitgedacht werden. Und dieser holistische Ansatz wird mit dem Label One Health belegt. Klimawandel gehört auf der Umweltseite dazu. Aber hier wird oft vergessen, dass, wenn man eine ganzheitliche Sicht haben möchte, auch bei der Forschung, dass hier die Förderung auch entsprechend angepasst werden muss. Denn es ist natürlich entsprechend viel ressourcenaufwendiger, hier alle Aspekte mitzudenken. Und wenn wir über Klimawandel reden, dann muss man auch vor allen Dingen in erster Linie an moskitoübertragende und insektenübertragende Infektionskrankheiten denken. Zwei Beispiele sind einmal, dass die Malaria in ressourcenarmen Regionen immer höher steigt in dem Vorkommen. Also Städte wie Nairobi, Addis Abeba und Antananarivo sind jetzt auch immer mehr von der Malaria betroffen. Das hat auch mit Klimaveränderung zu tun. Und wir sehen das auch in Europa. Dengue verbreitet sich und auch hier in Deutschland vor den Toren von Berlin in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen tauchen seit 2018 und 2019 jetzt auch Westnil-Fieberfälle auf. Das ist sicherlich eine über Moskito übertragene Infektionskrankheit, die jetzt aus Deutschland wahrscheinlich nicht mehr wegzubekommen und wegzudenken ist. Das wird uns in Zukunft noch mehr beschäftigen. Und auch hierfür müssen Ressourcen zur Verfügung stehen. Für die Forschung in diesem Bereich. Die Vereinten Nationen betonen, dass Investitionen in diesem Bereich zu Universal Health Coverage essentiell sind. Auf der Kurve unten, das ist der vom G-Finder, sieht man, dass in den Jahren 2019 und 2020 leider die Budgets für Forschung und Entwicklung zu neglected und poverty-related tropical diseases runtergegangen sind. Wir sind froh, dass Deutschland zu den ersten Ländern oder das eigentlich das erste Land war aus dem Nordwesten der Erdkugel, die Kigali-Deklaration zu vernachlässigten Tropenkrankheiten unterschrieben haben. Aber jetzt müssen da auch aus der Zuwendung zu diesem Thema auch eine finanzielle Zuwendung folgen. Zusammengefasst. Globale Gesundheit ist nicht nur Pandemievorsorge, wie es manchmal hier gesehen wird, sondern betrifft weltweit verbreitete endemische Infektionen. Es muss eine Förderung der Stärkung von Gesundheitssystemen und Forschung und Entwicklung gleichermaßen stattfinden, um hier Erfolge zu erzielen. Kapazitätenbildung und Training sind essentiell für die Länder, in denen diese Erkrankungen vorkommen. PDPs sind wichtig für die Entwicklung von Medikamenten, Vakzinen, Diagnostika in den vernachlässigten Populationen. Und dabei sollte die Forschung zu Diagnostika auch nicht vernachlässigt werden und auch nicht die Forschung zu moskitoübertragenden Infektionen. Das wird in Zukunft bedeutsamer. Wir sollten einen holistischen Ansatz hier haben für interdisziplinäre Forschung. Das Stichwort One Health ist ja jetzt auch in den Ministerien weit verbreitet. Und es sollten langfristige echte Partnerschaften in und mit den endemischen Ländern verfolgt werden, um nachhaltige Institutionen mit nachhaltiger Expertise und Strahlkraft zu schaffen. Das ist wichtig für die Kapazitätenbildung in den Ländern. Vielen Dank. Ja, Professor May, herzlichen Dank dafür. Ein bisschen überzogen. Ich gucke ein wenig auf die Uhr, denn wir wollen ja auch in einen Dialog eintreten und therefore, I would like to pass the word to Mrs. Tengwai. I hope I pronounced it halfway correctly, your name, and the floor is yours. Professor Ullmann,
Damen und Herren, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich danke Ihnen auch für den Besuch des Delegation in Genf. Wir haben uns gefreut, Sie begrüßen zu dürfen. Wir sind dankbar auf die Zusammenarbeit mit Hamburg-Bernhard-Nord-Institut, Saarbrücken-Helmholtz-Institut und die Bonn-Münster- und Bayreuth-Universitäten, wie auch dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Es tut mir leid, dass ich nicht auf Deutsch präsentieren und diskutieren kann. Thank you for allowing me to continue Vielen in Dank, English. Dass Sie es mir ermöglichen, auf Englisch fortzufahren. Ich möchte Ihnen ganz kurz erzählen, was Produktentwicklungspartnerschaften sind. Ich denke, Sie kennen sie unter der Abkürzung PDP. Sie haben sie im Laufe der Jahre unterstützt. Wir stellen sicher, dass medizinische Innovationen für die Vernachlässigten zur Verfügung stehen, und zwar mit Unterstützung ihrer Regierung. Diese Organisation wurde geschaffen, da vor 20 Jahren die globalen medizinischen Innovationen jeden fünften Menschen weltweit zurückgelassen hat, die von der Vernachlässigten Krankheit und Armut betroffen waren. Die meisten medizinischen Innovationen kommen nur den Wohlhabendsten zugute, und die Schaffung von PDP hat diese Situation geändert. Wir versuchen, das Problem zu lösen, dass 12% der globalen Krankheiten nur mit 1,1% der neuen registrierten medizinischen Möglichkeiten weltweit bekämpft werden. Was PDPs anbelangt, haben wir große Fortschritte für die Patientinnen und Patienten gemacht. Sie sehen oben die Namen der Organisationen, die sie am meisten mit unterstützt haben. Und die meisten dieser PDPs haben sehr viel Innovation vorangebracht für Infektionskrankheiten. Sie haben Pipelines geschaffen und 66 Produkte auf den Weg gebracht, die geeignet sind für begrenzte Ressourcen. Sie sind kosteneffektiv, sie bauen vor Ort Kapazitäten auf, und die neuen Technologien sind wichtig für die universelle Gesundheitsabteilung. Abdeckung und gute Kontrolle. Das heißt, wir brauchen hier Ihre Unterstützung mit politischem Willen und Investitionen, um dieses Engagement weiter fortführen zu können und das Versprechen von PDPs umsetzen zu können, sodass wir auf Pandemien vorbereitet sind. In den vergangenen 20 Jahren haben wir hier ein paar Beispiele der 66 neuen Techniken und Technologien, die entwickelt wurden. Insgesamt war das eine Bandbreite von Vakzinen, diagnostischen Möglichkeiten, Medikamenten, die über 2,4 Milliarden Menschen zur Verfügung gestellt werden konnten. Und am allerwichtigsten, wir haben die Innovation für die globale Gesundheit gestärkt. Die NDI konnte allein zwei neue Behandlungsmethoden für vernachlässigte tropische Krankheiten auf den Markt bringen. Wir als PDPs arbeiten mit allen Partnern zusammen. Wir haben keine Labore, keine Herstellungsfazilitäten. Wir sind sozusagen nur der Dirigent eines virtuellen Orchesters, um die zusammenzubringen, die diese Arbeit leisten, wie sich dies in der Partnerschaft mit dem Bernhard-Nocht-Institut auch zeigt. Wir arbeiten mit über 200 Partnern weltweit zusammen, um die Bedürfnisse der vernachlässigten PatientInnen bewältigen zu können. Wir versuchen also, die öffentliche Forschung, Privatforschung, private Industrie und wissenschaftliche Partner zusammenzubringen, um Wissen, einen Wissensbestand zu schaffen. Und ich möchte heute betonen, dass diese Herausforderung, die vor 20 Jahren identifiziert wurde, noch immer existiert und verstärkt wird durch die Realität des Klimawandels. Die meisten vernachlässigten tropischen Krankheiten sind meist vektorbasierte Krankheiten, Moskitos, Stechmücken und so weiter. Und deswegen sind sie klimaabhängige Krankheiten. Und wir sehen bei Covid, dass, wenn eine neue Krise kommt, die Innovation nicht unbedingt sofort den Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen zur Verfügung stehen. Und wir wissen, dass mit anderen neu auftauchenden Infektionskrankheiten und den Nebenwirkungen der Migration und der Bewegung von Krankheiten von einer Region in andere Regionen wir hier vor sehr großen Auswirkungen für Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen stehen. Wir müssen also
kontinuierlich die PDPs weiter unterstützen, um diese Innovations- und Zugangskrise in Zukunft und in der Gegenwart weiter bewältigen zu können. Zweiter Teil meiner Bitte an Sie ist es, das nicht finanzierte Mandat der PDPs mit zu berücksichtigen, nämlich Zugang zu ermöglichen, nachdem Innovation ermöglicht wurde. Um Zugang sicherzustellen, müssen wir Produktion und Versorgung kostengünstig gestalten. Wir müssen neue Behandlungen möglich machen und dies durch einen angemessenen Zulassungsrahmen, Marktdynamiken schaffen, um diese Medikamente zur Verfügung stellen zu können. Das ist eine ganze Bandbreite von Hindernissen, die hier bewältigt werden müssen. Einige Upstream, einige Downstream, die es wirklich nicht möglich machen, dass diejenigen, die die Behandlung benötigen, an diese Behandlung kommen können. Und Entschuldigung, ich habe mich hier nicht richtig durch die PowerPoint-Präsentation geklickt. Also bei jeder Phase des Forschungs- und Entwicklungsprozesses gibt es wichtige Entscheidungen, die getroffen werden müssen, die entweder den Zugang, die Verfügbarkeit und die Kostengünstigkeit der Medikamente ermöglichen oder nicht ermöglichen. Und wir arbeiten sehr, sehr früh schon in diesem Prozess mit, identifizieren die Eigenschaften und Wirkeigenschaften des Produkts in diesem gesamten Entwicklungsprozess, um später eine Situation zu haben, in der das Produkt verfügbar ist, kostengünstig verfügbar ist und es wirklich einen Zugang gibt. Und das ist keine einfache Aufgabe, ganz besonders im Downstream-Bereich. Wir müssen die Evidenz zur Verfügung stellen, um die nationalen und internationalen Behandlungsguidelines zu ändern. Wir müssen die entsprechenden Partner identifizieren, um sicherzustellen können, dass eine nachhaltige, kostengünstige Produktion möglich ist, dass es auch einen Wissenstransfer gibt, wenn dies möglich ist. Und dieser Teil der Arbeit ist häufig ein nicht finanziertes Mandat. Das heißt, ich möchte Ihnen sowohl mitteilen, dass wir Lektionen aus der Erfahrung mit Covid-19 gezogen haben. Das waren auch Erfahrungen, die wir schon mit NTDs hatten, nämlich dass die Beteiligung von Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen bei der Definition der Forschungsagenda sehr wichtig ist, dass ein offener Austausch von wissenschaftlichem Wissen und Daten wichtig ist und dass die Gesundheitsinstrumente nicht einem geistigen Eigentumsschutz unterliegen sollten und dass wir sicherstellen müssen, dass es ausreichend Produktion, gleichberechtigte Zuteilung und kostengünstige Preise gibt. Und wir müssen voll transparent sein, wenn es um die Finanzierung von Forschung und Entwicklung geht. Das sind Eigenschaften, die in der Debatte heute auch diskutiert werden sollten, wie wir uns auf die nächste Pandemie vorbereiten. Das sind die Lektionen, die wir auch von den vernachlässigten tropischen Krankheiten vor 20 Jahren schon gelernt haben. Ich möchte Sie also darauf noch einmal betonen, dass die nächste Krise der Anstieg von klimabasierten Krankheiten sein wird. Wir haben Dengue-Fieber auf unserem Kontinent jetzt schon gesehen und wir werden auch sehen, dass die Geschichte sich hier wiederholen wird, wenn wir diese spezifischen Themen nicht angehen werden. Und schließlich und endlich möchte ich vielleicht noch einmal die Tatsache betonen, dass das PDP-Modell sich als sehr erfolgreich herausgestellt hat, dass langfristige, nicht eingeschränkte Finanzierungen von Forschungs- und Entwicklungsmaßnahmen für vernachlässigte Bevölkerung wichtig ist. Deutschland gehört mit zu den führenden Nationen, ist ein großartiger Partner und könnte seine finanzielle Unterstützung für die Forschung und Entwicklung für armutsbasierte und vernachlässigte Bevölkerung noch erhöhen. Der Zugang ist eingebettet in das PDP-Mandat, wird aber gegenwärtig noch nicht finanziert. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, hier weiter mit dem BMZ oder anderen Partnern in Deutschland darüber nachzudenken, wie hier eine internationale Zusammenarbeit ermöglicht werden kann, um Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten für vernachlässigte PatientInnen zu ermöglichen. Thank you very much for this very dense and concentrated presentation. Und ich mache jetzt in Deutsch weiter. Wir haben schon zwei Fragen, drei, vier. Wir schreiben es gerade eben auf. Ich würde jetzt Herrn Stüwe das Wort erteilen zur ersten Frage. Das war die Frau Schulz-Wasch. Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Präsentation. Angesichts der vielen anderen Fragesteller würde ich den Dank relativ kurz fassen, aber ich fand wirklich beeindruckend, was Sie noch mal dargestellt haben und auch die Arbeit, die Sie da leisten zu so einem wichtigen Thema.
Wir waren ja jetzt als SPD-Gruppe hier auch schon bei Ihnen, Herr May, und deswegen würde ich einmal trotzdem noch mal eine ganz kurz zwei Nachfragen stellen. Einmal zum Thema Stechmücken, das hatten Sie auch noch mal groß gemacht, da das Thema, und auch noch mal geschrieben, wie das jetzt sozusagen von dem globalen Süden noch immer weiter in den Norden kommt. Ich frage mich, wo wir darauf achten müssen, wenn damit jetzt auch sozusagen die Entwicklung und die Erforschung noch mal zum Thema Medikamente und Diagnostika einhergeht, dass auch tatsächlich die Perspektive des globalen Südens weiter im Blick behalten wird und dass wir sozusagen das bei dieser Entwicklung nicht aus dem Blick verlieren, wie das sozusagen, dass wir da auch die Interessen des globalen Südens von ganz am Anfang an immer weiter mitdenken bei der Medikamentenentwicklung. Und dann würde ich an Frau Tangay noch mal fragen, wenn wir diese Medikamente also entwickelt haben, dann haben Sie ja auch dafür gesprochen, dass gerade das Geld fehlt bei der Frage Verteilung, Distribution. Und da würde mich gerne noch mal interessieren, was Ihre Vorschläge sind auch zu einer Finanzierung, wenn man über das Thema nachhaltige Produktion, Lieferstrukturen und natürlich auch die Frage der Nachfrage nach solchen Medikamenten spricht und ob man da auch noch mal stärker über die Beteiligung von Organisationen wie zum Beispiel Unit Aid oder so nachdenken müsste, also was Sie da für Möglichkeiten sehen oder was Sie uns gerne auf den Weg mitgeben würden. Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, dass wir die Fragen einmal eine Runde sammeln und dann geschlossen dann beantworten. Ich habe es, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, Dr. Kippels hatte sich gemeldet. Ja, vielen herzlichen Dank. Zunächst mal zur Fragestellung, dass dringend die geeigneten Medikamente gefunden werden müssen. Also Forschung und Entwicklung aus diesem Sektor voranzutreiben, ist, steht, glaube ich, vollkommen außer Frage. Und mit dem PDP sind auch geeignete Methoden der Finanzierung in der Zwischenzeit gefunden worden. Ich möchte aber das Stichwort der Implementierung ausdrücklich ansprechen. Wir haben ja jetzt auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie festgestellt, dass nicht jede Diagnose und vor allen Dingen auch jede Therapiemethode und auch im globalen Süden uneingeschränkt sofort auf uneingeschränkte Zustimmung findet. Welche Maßnahmen und Vorgehensweisen sind insbesondere nötig, um für die notwendigen Therapiemaßnahmen auch die Akzeptanz bei der Bevölkerung zu finden, beziehungsweise in welcher Form muss das Gesundheitssystem ganz konkret gestärkt werden, um dann möglichst viele Menschen erreichen zu können. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Die Frau Schulz-Asche, bitte. Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist jetzt schon einiges gefragt worden. Ich habe noch mal eine Nachfrage zur Forschung, Entwicklung und Produktion in den Ländern des Südens und vor allem auch zur Frage, wenn jetzt bestimmte Forschungsergebnisse gerade auch mit Bezug auf die Länder des Südens entwickelt werden, wie auch die Zulassungsverfahren in diesen Ländern gestärkt werden können. Gibt es darüber schon Überlegungen oder ist nach wie vor, geht man davon aus, dass die großen Zulassungen FDA oder hier bei uns in Europa stattfinden? Oder gibt es auch da Bemühungen im Süden, darüber nachzudenken, solche angepassten Zulassungsverfahren eventuell zu entwickeln? Dankeschön. Herr Gerschau, bitte. Ich habe eine Frage an Professor May. Inwieweit spielen neue mRNA-Impfstoffe möglicherweise eine Rolle in der Prävention von NTDs? Wo stehen wir in der Forschung aktuell? Und gibt es sogar Forschungsgelder vom BMBF oder BMG oder Exzellenzcluster? Eine Frage an Frau Tangay. Sie sprachen von fehlender Finanzierung bei Produktion und Logistik. Wer unterstützt eigentlich die DNDi selbst? Wie ist da die Finanzierung? Spielt die Pharmaindustrie bei der DNDi auch eine Rolle bei der Finanzierung? Danke, das waren jetzt viele Fragen. Als nächste ist der Herr Schneider dran. Entschuldigung, ich muss mich reorientieren. Ja, Herr Gerschau hat mir jetzt gerade die Frage vorweggenommen nach der mRNA oder Bedeutung von mRNA, aber ich würde vielleicht doch noch mal ein bisschen präzisieren fragen. mRNA wird ja nun als ein Verfahren, hier sitze ich. mRNA wird ja nun als ein vollkommen neues Verfahren ein bisschen gehypt. Inwiefern hat sich das auf Ihren Forschungsbereich ausgewirkt? Und vielleicht dann doch noch eine andere Frage. Wir hatten in Genf ja auch gehört, dass es teilweise doch ein Gegeneinander von ganz vielen Organisationen gibt, die doch nicht immer unbedingt an einem Strang ziehen. Wie sehen Sie das speziell in Ihrem Bereich? Und falls es da Probleme gibt, welchen Wunsch hätten Sie da an die Politik, um dort vielleicht Ihnen das Leben etwas einfacher zu machen? Danke.
Ja, Dankeschön. Frau Möhring, bitte. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an beide Sachverständigen. Und zwar, Herr May, Sie haben angesprochen das kommerzielle Dilemma. Und Frau Tanger hat von den Versprechen von PDPs gesprochen im Zusammenhang damit, dass die Medikamente, also dass die Produkte auch in Form von bezahlbaren, zugänglichen Medikamenten, Impfstoffe und Diagnostika ja gerade bei denjenigen ankommen müssen, die sie auch am dringendsten brauchen. Und meine Frage geht in die Richtung, ob Sie das noch mal ausführen können, was denn eigentlich sichergestellt werden muss, damit die Forschungsförderung bei der Förderung von PDPs auch wirklich bei denen ankommen, die es am nötigsten brauchen. Haben wir jetzt die Fragerunde fertig? Ich würde vorschlagen, dass Professor May beginnt, Frau Tangay fortsetzt. Und gab es auch einige Förderfragen, vielleicht vom BMG, BMZ, BMBF, wenn die beantwortet werden können. Aber wir fangen jetzt mit Professor May an. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist nicht so viel Zeit, also muss ich kurz antworten. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil es teilweise ziemlich komplexe Fragen waren. Einmal Herr Strübe hat gefragt nach insektenübertragenen Erkrankungen. Es stimmt, und ich habe das versucht in meinem Vortrag auch zu erläutern, dass wir immer diese beiden Seiten bei den insektenübertragenen Erkrankungen haben, nämlich einmal, ich hatte das deutsche Beispiel genannt, und das in den ressourcenarmen Regionen. Ich glaube, dass es mit bei der Forschung eine Überschneidung gibt, was die Methoden betrifft. Es ist zum Beispiel wichtig für Deutschland zu untersuchen, inwieweit heimische Moskitos, die es hier schon gibt, auch tropische Viren zum Beispiel übertragen können, um eine Risikoabschätzung zu machen. Und mit diesen Techniken, so ist es zumindest bei unserem Institut, können wir dann auch, und das machen wir gerade, in den entsprechenden Ländern Insektarien aufbauen und mit diesen Kenntnissen und mit dieser Expertise hier in den Ländern auch Dinge zu untersuchen, wie zum Beispiel, warum gibt es in Ghana eigentlich keinen Dengue offensichtlich? Zumindest gibt es da keine glaubwürdigen Berichte. Dafür muss es Gründe geben. Und wenn Dengue eingeschleppt wird, dann würde Dengue dann auf eine nicht immune Bevölkerung treffen. Das ist natürlich ein hohes Risiko für einen epidemischen Ausbruch. Und das sind Dinge, die man dann in diesen Ländern untersuchen muss. Und ich stimme Ihnen zu, dass das noch eine etwas vernachlässigter Bereich der Forschung ist, der weiter verstärkt werden muss. Aber dafür braucht man die entsprechenden Infrastrukturen und Ressourcen in den Ländern. Herr Kippels hat nach der Implementationsforschung gefragt, und ich glaube, es ist wichtig, diese Bereiche auch mit Forschung zu begleiten, denn es ist nicht der gesunde Menschenverstand kann da täuschen und hat auch getäuscht. Das Beispiel Covid-19 hatten Sie ja genannt. Hier haben wir gesehen, dass ein sehr wirksamer Impfstoff nicht notwendigerweise dazu führt, dass alle der Großteil der Bevölkerung das annimmt. Doch, das ist passiert, aber nicht genug. Also brauchen wir hierfür Kommunikationsforschung, um wirklich zu sehen, wie wir diese Informationen auch an die Menschen bringen. Und das ist umso wichtiger in den Ländern, in den ressourcenarmen Ländern, denn da wissen wir noch weniger. Wir haben keine anthropologischen Kenntnisse mit den Ländern und über die kulturellen Voraussetzungen. Und wir haben das schmerzlich gesehen 2015 bei dem Ebola-Ausbruch, dass hier Dinge getan wurden, die am Ende sich als nicht immer sinnvoll herausgestellt haben. Und dass man hier nicht an den richtigen Stellen angesetzt hat. Also hier muss man erst mal verstehen, wie funktioniert eine Kultur, um dann einzugreifen. Also medizinische Anthropologie, Kommunikationsforschung, aber auch Gesundheitsökonomie sind drei sehr wichtige Bereiche, die hier auch für die Nachhaltigkeit besser bedacht werden müssen. Frau Schulze-Ascher hat gefragt nach Forschung und Entwicklung in den Ressourcen am Regionen, was Impfstoffe betrifft. Zulassungsbedingungen, genau. Ich kann hier als Beispiel nennen ein Projekt an einer Förderlinie des BMG, GHPP, also Global Health Protection Program, und da ist auch das PAI dabei, also die Zulassungsbehörde hier, und das sind genau solche Projekte, die dann in den Ländern durchgeführt werden. Ich kann es von Subsahara-Afrika sagen, dass die Länder sehr unterschiedlich gut aufgestellt sind. In Ghana gibt es eine FDA, die eigentlich der hiesigen oder auch der amerikanischen kaum hinten ansteht.
steht. Das war vor 10 Jahren noch ganz anders. Also hier ist in einer relativ kurzen Zeit sehr viel möglich. Aber es gibt die Nachbarländer, Togo, Burkina Faso, Elfenbeinküste, da sieht es ganz anders aus. Und da muss man sehr viel Energie und Verständnis reinstecken. Aber wir haben hier Programme, die das auch mit unterstützen. Dann gab es die Frage Messenger-RNA für Vakzinen gegen NTDs. Das ist eine Hoffnung, aber ich glaube, bei den NTDs, wir haben es mit 2 Virusinfektionen zu tun, die sind relativ, da sind Vakzinen noch relativ einfach zu entwickeln und das kann manchmal trotzdem schwierig sein. Wir sehen es ja bei HIV. Bei den parasitären Infektionen, die vernachlässigte Krankheiten auch sehr betreffen, ist es noch viel, viel schwieriger, weil es sich dabei um Einzeller handelt, die sehr komplexe Mechanismen haben, dem Immunsystem auszuweichen. Wir sehen das bei der Malaria. Hier gibt es keine natürliche Immunität und es gibt keinen Impfstoff. Es gibt einen zugelassenen Impfstoff, der etwa 30% Wirksamkeit hat. Hier ist eine, und das liegt daran, dass es eine sehr große Vielfalt an verschiedenen Antigenen auf der Oberfläche der befallenen Zellen gibt. Und da gibt es natürlich dann auch die Hoffnung, dass man mit einer großen Vielfalt an RNA-Molekülen in einem Impfstoff hier eine große Breite abdecken kann. Aber ich glaube, da muss noch sehr, sehr viel Forschungsarbeit geleistet werden, zumal der Druck ja nicht so stark ist wie beim, bei Covid-19. Das ist eine Chance, aber ich glaube, keiner kann so richtig absehen, wie weit das erfolgreich sein wird. Was die verschiedenen Richtungen in der Forschung betrifft. Das stimmt, aber das ist auch Teil der Forschung und Teil der Wissenschaft, dass man unterschiedliche Richtungen zulässt. Und was schlecht ist, ist, wenn nur eine Richtung zugelassen wird. Denn gerade mRNA-Impfstoffe sind ja ein Beispiel dafür, wie eigentlich ein Bereich, der nicht sehr gefördert wurde und der nicht sehr stark war, plötzlich ein riesiges Potenzial zeigt. Und ich glaube, die Stärke von Wissenschaft ist die Vielfalt. Und am Ende, man kann nicht zurückgucken und sagen, das ist erfolgreich gewesen und deswegen müssen wir es so machen, sondern wir müssen eine Breite zulassen und hoffen, dass eine der Richtungen die richtige ist. Ob das mRNA sein wird, wahrscheinlich nicht überall, aber vielleicht bei manchen Erkrankungen. Und was das kommerzielle Dilemma betrifft, was ich erwähnt habe, ich glaube, PDPs sind die richtige Richtung, weil sie eben auch Organisationen mit an Bord nehmen, die eine andere Richtung haben. Und was ich vorhin gesagt habe, war kein Vorwurf, aber es ist eine Zustandsbeschreibung. Und man kann nicht von einer kommerziell ausgerichteten Organisation, einem Betrieb erwarten, dass einer Pharmafirma erwarten, dass sie investiert in Richtungen, die nicht lohnenswert sind. Also muss man es lohnenswert machen. Und es gibt das Voucher-System, es gibt Push- und Pull-Mechanismen und ich glaube, es gibt auch nicht teure Methoden, auch die Pharmaindustrie dazu zu bewegen, auch hier mehr einzubringen. Thank you very much. Time is running. So, Mrs. Tenge, please. Maybe you can complete the statements. Yes, I will try to be quick as well. Ja, ich versuche das auch sehr kurz zu fassen und ich werde vielleicht einige Antworten auf Fragen zusammenfassen. Zunächst einmal zu Institutionen und wie man hier den Zugang beschleunigen und vereinfachen kann und potenzielle Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Ja, natürlich ist hier die Kooperation, die Zusammenarbeit ein Mittel der Zukunft, aber ich glaube, da gibt es eine Hierarchie von vernachlässigten Patienten und Populationen, also HIV, Malaria und andere. Da gibt es unterschiedliche Hierarchien. Es gibt zum Beispiel Malaria und andere, wo es und AIDS und Tuberkulose entsprechend werden hier Finanzmittel bereitgestellt, sodass neue Technologien umgesetzt und angepasst werden können. Aber für die NTDs gibt es solche Institutionen nicht. Das möchte ich betonen. Und bei den NTDs gibt es ja auch 20 verschiedene Krankheiten. Für 5 davon gibt es begrenzte Finanzierung für die Massenverabreichung von Arzneimitteln. Es gibt teilweise alte Arzneimittel, die aber gut sind und entsprechend weiter ausgerollt werden können. Und da gibt es entsprechend auch
auch die Möglichkeit, diese Arzneimittel zu verabreichen. Das Ganze ist unterfinanziert. Es gibt aber auch noch 15 Krankheiten, für die es überhaupt keine Medikamente gibt. Und das ist genau der Ansatz, der bei DNDi gepflegt wird. Wir versuchen sozusagen, hier Prozesse ins Leben zu rufen. Dann wird über die Prozesse Zugang gewährleistet. Also die nachhaltige Produktion. Es kann zum Beispiel auch sich um Spenden von Arzneimitteln handeln. Aber das Ganze ist natürlich nicht nachhaltig. Das würde sich ja dann jedes Mal ändern, wenn es einen neuen CEO gibt, sondern wir müssen versuchen, Kapazitäten aufzubauen, auch vor Ort. Das heißt, das ist das, was wir in diesem schwierigen Umfeld tun müssen. Das Gleiche gilt ja auch für Investitionen im Bereich der Impfstoffe in Afrika. Oder anders gesagt, wir denken auch, dass es sich sicherlich lohnt, entsprechend sich das Ganze vorzustellen in einer Hierarchie der Vernachlässigung und dann dafür sich entsprechend vorzustellen, wie solche vernachlässigten Erkrankungen auch stärker in den Fokus gerückt werden können. Und dann möchte ich zu einem Kommentar etwas sagen zum Thema Umsetzung, Implementierung und Herausforderungen. Ich glaube, das war Herr Kittels. Und wie Innovationen nicht immer mit offenen Armen begrüßt werden. Es gab natürlich sehr viele Diskussionen dazu, insbesondere im Bereich der Impfstoffe gegen Covid-19. Aber bei den Arzneimitteln für vernachlässigte tropische Erkrankungen, da sieht es anders aus. In diesen Ländern begrüßt man die Arzneimittel sehr. Also wenn es dazu führt, dass hier in der primären Gesundheitsversorgung Infektionen und deren Weiterverbreitung unterbrochen werden, das ist etwas, was wirklich stark begrüßt wird im Gesundheitssystem. Da freut man sich drauf. Bei der Schlafkrankheit zum Beispiel gibt es ein Arzneimittel, was wir gegenwärtig entwickeln. Das wird dann dazu führen, dass die Krankheit ausgerottet werden kann, sobald dieses Arzneimittel auch wirklich überall verabreicht wird. Diese Krankheit betrifft vor allen Dingen sehr arme Gemeinschaften. Dort kommen kaum die Gesundheitsversorger hin. Es geht also da zunächst einmal darum, dieses Medikament entsprechend zugänglich zu machen und das Ganze wirklich auf der letzten Meile in den vernachlässigten Gemeinschaften, dort, wo die Menschen besonders arm sind. Wir arbeiten also auch mit Organisationen vor Ort zusammen, damit das Ganze umgesetzt werden kann. Aber wir müssen die Gesundheitssysteme stärken, um das weiter zu befähigen und das auch das System so anzupassen, dass die neuen Innovationen und Technologien auch entsprechend voll umgesetzt werden können. Also ich glaube, Dr. May hat auch dazu etwas gesprochen, also Implementierungsstudien etwas gesagt, vielmehr und Implementierungsstudien und die Genehmigungsverfahren. Hier gibt es natürlich entsprechende Behörden, die Zulassungen durchführen. Da gibt es vor allen Dingen die EMEA und die FDA in den Vereinigten Staaten. Und das ist etwas, was während der Corona-Krise ein echtes Problem gewesen ist. Also die FDA hat dann andere Erkrankungen nicht mehr in den Blick genommen, die nicht die amerikanische Bevölkerung betrafen. Das heißt, die Zulassungsbehörden priorisieren hier nicht die vernachlässigten Tropenerkrankungen. Und das ist daher ein sehr wichtiges Thema. Wir müssen hier versuchen, progressiv Kapazitäten in der Region aufzubauen. Das ist Teil dieser Zugangsagenda. Wir wollen Zulassungskapazitäten in den Regionen weiter fördern. Zum Beispiel der Schlafkrankheit. Sobald das Medikament entwickelt wurde und sobald dann die FDA auch die Zulassung entsprechend ausgesprochen hatte, haben wir 5 Länder sofort gefunden, eines innerhalb von 2 Wochen, das entsprechend dieses Medikament dann auch zugelassen hat und entsprechend im Gesundheitssystem implementiert hat. Es gibt da also ein großes Bedürfnis. Nicht immer gibt es Kapazitäten. Und dafür möchte ich Sie bitten, dies in Erwägung zu ziehen. Vielen Dank. Ich gucke wieder auf die Uhrzeit. Ich hasse das. Ich bin immer der Messenger. Wir haben jetzt schon die 45 Minuten überschritten. Die Ministerien haben jetzt noch einmal kurz die Chance. Ich weiß nicht, wer sich jetzt abspricht. Vom BMBF ist Frau Dr. Kempf und Frau Spellberg jeweils anwesend. Dann Frau Spellberg oder auch hier BMZ oder BMG, Forschung und so weiter, würde ich jetzt Frau Spellberg erst das Wort erteilen wollen.
Ja, vielen Dank. Nur ganz kurz von meiner Seite. BMBF hat die PDPs, das wurde ja auch von den beiden Experten erwähnt, seit Jahren mit erheblichem Geld unterstützt. Und wir freuen uns, dass wir das auch für die nächsten 5 Jahre noch weiter mit bis zu 50 Millionen Euro machen können. Unser Mandat als BMBF ist natürlich, Forschung und Entwicklung zu fördern, also bis zur Zulassung eines Medikaments. Das ist auch die Kernkompetenz der geförderten PDPs. Wir verlangen aber, das haben wir auch in dieser Förderrunde gemacht, dass die PDPs mit ihrem Antrag auch ein Konzept zum Thema Access vorlegen, wie sie das implementieren wollen. Und wir sind auch mit BMZ im Gespräch und stimmen uns da eng ab, damit es da Anschlussmöglichkeiten an die Förderung im BMZ genutzt werden können. Von daher ist also diese Access-Strategie ist ein wichtiger Bestandteil auch der Bewertung bei uns gewesen, bei der Frage, welche PDPs wir fördern. Noch ein ganz kurzer Hinweis zu dem Thema Zulassungsverfahren. Die EDCTP-Partnerschaft, diese europäisch-afrikanische Partnerschaft, die auch von Herrn May erwähnt wurde, das wird auch vom BMBF mit unterstützt. Teil des Förderprogramms dort ist auch die Unterstützung von Kapazitätsbildung bei Zulassungs- und Ethikbehörden in Subsahara-Afrika. Also auch das ist ein kleiner Baustein, um dort entsprechende Kapazitäten aufzubauen. So viel vielleicht zunächst von meiner Seite. Dankeschön. Dankeschön, Frau Spielberg. Gibt es noch Ergänzungen vom BMG und BMZ? Ich sehe die Frau Dr. Rüdiger-Vorwerk. Ja, sehr gerne. Die Kollegin hat ja vom BMF schon angesprochen, dass wir sehr komplementär arbeiten. Und ich glaube, das ist in diesem Bereich auch sehr gelungen. Das BMZ unterstützt diesen Forschungsbereich schon seit sehr langem. Und Ministerin Schulze hat im Jahr 2022 die Kigali-Konvention auch als erste unterschrieben. Wir sind mit sozusagen Anschlussforschung an das BMBF unterwegs. Das sind Programme, die teilweise bei der WHO laufen oder auch das ESPEN-Programm. Und wir sind vor allen Dingen in dem Bereich Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitsprodukten unterwegs. Also das, was Sie eben auch beschrieben haben, die Produktpartnerschaften finanzieren wir. Und für das Jahr 2023 haben wir hier als FZR-Maßnahme, also über die KfW-Bank, 10 Millionen eingestellt. Das vielleicht als Überblick. Im letzten Jahr haben wir auch 10 Millionen für die Tollwutbekämpfung in Namibia und Kamerun bereitgestellt für einen Zeitraum von 4 Jahren. Also ich denke, das ist ein gutes Beispiel von guter Ressortkomplementarität. So, vielen Dank. Ich habe gerade hier im Hintergrund ein bisschen abgesprochen. Dann würde ich diesen Tagesordnungspunkt abschließen, mich explizit bei unseren Gästen bedanken, bei Professor May und Frau Tangi, dass Sie hier Zeit gefunden haben, hierher zu kommen. Wir gewöhnen uns wieder an eine neue oder alte Normalität, dass man persönlich die Personen sieht, nicht alles im WebEx. Und wünsche Ihnen noch einen guten Tag und auch zum neuen Jahr auch noch mal alles Gute von unserer Seite. Gut, wir machen dann gleich weiter. Nun kommen wir zu Top 3, unserem Fachgespräch zu den Themen Forschung und Arzneimittelproduktion und dazu, welche Lehren aus der Covid-19-Pandemie für zukünftige Pandemien zu ziehen sind. Das Gespräch ist ebenfalls öffentlich und für Top 3 haben wir uns ebenfalls in der Obleuterunde auf 45 Minuten Zeit festgelegt. Und ich begrüße an dieser Stelle, die beide elektronisch zugeschaltet sind. Und ich mache das jetzt auf Englisch ganz kurz. I'd like to welcome Dr. Richard Hatchett, Chief Executive Officer of the Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation. Und der Koalition für Epidemic Preparedness and Innovation, CEPI, und Lisa Hedman, Mitglied der Weltgesundheitsorganisation Supply and Access to Medicines. Sie als Sachverständige uns zunächst eine kurze Bitte maximal 10 Minuten Vorstellung zu geben. Natürlich werden wir Ihre Ausführungen, die anschließend gestellten Fragen wieder simultan gedolmetscht. Ich schlage vor, dass wir mit Herrn Dr. Hatchett beginnen. Dr. Hatchett, you have the floor. Bitte sehr. Great. Thank you, Professor Dr. Ullmann. Vielen Dank, Professor Ullmann. Können Sie mich gut hören? Wir hören Sie sehr gut. Wir können Sie auch sehen.
Vielen Dank, dass Sie es mir ermöglichen, wieder vor dem Ausschuss zu sprechen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich 2021 vor dem Ausschuss gesprochen. Und ich möchte zuerst einmal noch einmal unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für die unerschütterliche Unterstützung Deutschlands für SEPI. Das BMBF ist ein kontinuierlicher Investor bei SEPI, seit wir vor 6 Jahren geschaffen wurden. Bis jetzt 620 Millionen Euro für die akademische Arbeit von SEPI und die Arbeit an Covid-19. Das sind 15% der Gesamtfinanzmittel für SEPI, die vom BMBF kommen. Deutschland spielt weiterhin eine wichtige Rolle, auch bei unserer Governance. Das BMBF ist einer der 4 Investoren, die nicht nur in unserem Investorenrat sitzen, sondern auch in unserem Vorstand. Das heißt, es bietet uns auch strategische Beiträge und Meinungen zu wichtigen Finanzentscheidungen, die getroffen werden müssen. Wir sind auch sehr dankbar für die kontinuierliche Führungsrolle, die Deutschland im Bereich globale Gesundheit einnimmt, ganz besonders auch durch die Arbeit letztes Jahr im Rahmen der G7. SEPI arbeitet weiter noch eng mit weiteren deutschen Partnerinstitutionen zusammen, unter anderem dem Bernhard-Nocht-Institut, von dem wir ja gerade gehört haben, CureVac, IDT Biologica. Wir haben Professor Christian Drosten, der Mitglied in unserem wissenschaftlichen Beratungsausschuss ist. Und wir haben enge Arbeitsbeziehungen mit vielen anderen öffentlichen Gesundheitsbehörden und Institutionen Deutschlands, das Robert-Koch-Institut, das Paul-Ehrlich-Institut und CEPAI. SEPI hat bis jetzt verschiedene wissenschaftliche Durchbrüche mit hervorgebracht, unter anderem den ersten Phase 3 Studie zu Chikungunya Vakzin, die Fortschritte im Kampf gegen Nipah und Lassa Virus Vakzine. Jetzt sind wir hier in Phase 1 Studien. Und wir haben natürlich große Fortschritte gemacht im Kampf gegen Covid-19, indem wir COVAX mitfinanziert haben und die Entwicklung des größten Covid-19-Vakzinportfolios mit auf den Weg gebracht haben. Wir haben jetzt einen sehr großen, ambitionierten Plan, SEPI 2.0, um Millionen von Tote und Milliarden von Dollar an wirtschaftlichen Schäden zu verhindern, wenn wir hier erfolgreich sind im Kampf gegen zukünftige Pandemien. Ebenso wichtig ist die 100-Tage-Mission, die von Großbritannien und Deutschland unter der G7-Präsidentschaft übernommen wurde. Jetzt ist es Teil der japanischen G7-Gesundheits- und Sicherheitsagenda und dies wird auch von der G20 unterstützt. Diese 100-Tage-Mission versucht, die Zeit zu reduzieren, die benötigt wird, um sichere, effektive und global zugängliche Vakzine gegen neue Bedrohungen zu entwickeln, und zwar auf unter 100 Tage. Vor der Covid-Pandemie wurde geschätzt, dass ein Vakzin 10 Jahre braucht, bis es entwickelt wird. Und die neuen Vakzine sind schneller entwickelt worden. Also in den 60er Jahren hat es 4,5 Jahre gebraucht, um ein Vakzin gegen Mumps zu entwickeln. Aber das hat sich, wie gesagt, geändert. Die Welt ist zusammengekommen und hat ein schnelles, sicheres, effektives Vakzin entwickelt in nur 326 Tagen. Nachdem die Virussequenzen veröffentlicht wurden, wurde das der Impfstoff von Bayer schon veröffentlicht. Aber wenn wir das auf 100 Tage hätten runterbrechen können, hätten wir zusätzlich noch viele Millionen Leben retten können, die aufgrund von Covid-19 verloren gegangen sind. Und wir hätten natürlich auch die wirtschaftlichen Schäden reduzieren können und die Entwicklung der Varianten natürlich auch bekämpfen und reduzieren können, mit denen wir uns heute noch beschäftigen. Um also diese 100-Tage-Mission erreichen zu können, müssen wir die Bereitschaft erhöhen, bevor ein Ausbruch wirklich einmal entsteht. Wir haben mit Ihrem Ausschuss schon
unseren 100-Tage-Bericht geteilt. Dort listen wir auf, was benötigt wird, um die Impfstoffentwicklung zu beschleunigen. Das heißt, wir müssen eine Bibliothek für die Prototypen von Vakzinen für repräsentative Erreger über unterschiedliche Virusfamilien mit veröffentlichen. Wir müssen sehr früh klinische Studien durchführen können, sofort nachdem ein neuer Erreger entsteht. Wir müssen die Entwicklung und Identifizierung von Biomarkern für unterschiedliche Virusfamilien beschleunigen, sodass wir hier ganz schnell effektive Ergebnisse haben können, um Impfstoffe für den Notfalleinsatz entwickeln zu können. Wir müssen die Geodiversifizierung von Vakzinherstellungsmöglichkeiten erreichen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und außerhalb des Zuständigkeitsbereichs von CEPI ist die Stärkung der Überwachung von Krankheiten und die Einrichtung globaler Frühwarnsysteme sowie die Etablierung von globalen Fähigkeiten, um sowohl Impfstoffe als auch diagnostische Mittel schnell erzeugen zu können. Ich wurde auch gebeten, die Frage mit zu beantworten, wie man sicherstellen kann, dass Lieferketten für Medikamente sichergestellt werden können. Ich muss Ihnen hierzu sagen, dass ich hier kein Fachmann bin, wenn es um Lieferketten geht, aber ich kann von unserer Erfahrung während Covid sprechen. Dort hatten wir Schwierigkeiten und Probleme mit den Lieferketten für viele Impfstoffe und wir haben den Covid-Marktplatz geschaffen, um die vorgelagerten Hersteller dazu zu ermöglichen, dass sie schnell die Vakzine zur Verfügung stellen können. Und wir haben auch sichergestellt, dass wichtige Produktteile, zum Beispiel Glas, Ampullen in großen Mengen gelagert werden können. Wir haben auch, wenn wir, CEPI hat jüngst eine neue Abteilung eingerichtet für Herstellung und Lieferketten und wir haben einen Kollegen aus der Wirtschaft, der diese Abteilung leitet, und wir versuchen, einen gewissen Grad der Selbstversorgung erreichen zu können, indem wir regional Erzeugungsmöglichkeiten schaffen. Eine wichtige Lektion aus der Covid-19-Pandemie ist es, dass wir die Herstellung von Impfstoffen diversifizieren müssen, sodass jede Region ihre eigene Erzeugung und damit ihre eigene Sicherheit übernehmen kann. So könnte schneller der Zugang zu Impfstoffen in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen erreicht werden. Wir gehen davon aus, dass wir begonnen haben, diese Maßnahmen, die es gibt, zu unterstützen. Im Dezember haben wir uns mit dem Aspen-Institut zusammengetan. Das ist vorhin schon angesprochen worden. Wir haben Aspen unterstützt, hier Vakzine für Routine-Impfungen nach Afrika zu bringen. Letzte Woche haben wir eine 10-jährige Partnerschaft mit dem Institut Pasteur de Dakar auf den Weg gebracht. Auch da geht es um die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen für den globalen Süden. Die Infrastruktur für die lokale Impfstoffproduktion weltweit ist von absoluter Bedeutung, wenn es darum geht, die Herausforderungen und Ungleichheiten zu bekämpfen, die wir in der jüngsten Pandemie alle gesehen haben, zu bekämpfen. Wir müssen daran arbeiten, Impfstoffe schneller, besser, billiger und einfacher herstellbar zu machen und sie auch dort herzustellen, wo sie wirklich verwendet werden. Wir müssen uns so auf die nächste Pandemie vorbereiten. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen, wir sehen Fortschritte bei den globalen Bemühungen, sich auf neue Pandemieausbrüche vorzubereiten. Ich möchte hier nur die jüngsten Erfahrungen mit dem Ebola-Virus, mit dem Sudan-Ebola-Virus in Uganda ansprechen. Wir waren so schon sehr, sehr früh im frühen Dezember, innerhalb von 70 Tagen, nachdem dieser
Ausbruch erklärt wurde, bereit, neue Produkte auf den Weg zu bringen. Und das zeigt, dass eine globale Antwort sehr, sehr wichtig ist für diese klinischen Studien. Das lag natürlich an einer Situation, die in Uganda einzigartig war. Sie hatten schon die klinischen Studien mit Covid durchgeführt und waren also bereit, hier neue klinische Studien durchzuführen. Aber das war nur ein Ausbruch. Und wir sollten in der Lage sein, Impfstoffe für klinische Studien überall in der Welt schnell auf den Weg zu bringen. Und die internationale Gemeinschaft hat die Fähigkeit, hier schnell zusammenzukommen, die lokalen Ministerien, Gesundheitsministerien auch zu unterstützen. Wir werden im Februar eine Delegation nach Deutschland schicken zur Münchner Sicherheitskonferenz und freuen uns darauf, weiter die Rolle zu diskutieren, die CEPI spielen kann, wenn es darum geht, die Gesundheitssicherheit in gemeinsam mit der globalen Gemeinschaft zu stärken. Ich möchte mich noch einmal bei Ihnen bedanken, dass Deutschland CEPI so stark finanziell unterstützt. Das ist wichtig für den Nutzen von uns allen und wir sind bereit, mit unseren internationalen Partnern weiter zusammenzuarbeiten. Vielen Dank. Dr. Hatchett, I hope you heard the applause here from our side here in the Bundestag. And without further ado, I would like to ask Mrs. Hetman to give her presentation. Greetings here from Berlin, and the floor is yours. Thanks very much. Are you able to hear me okay? Können Sie mich gut verstehen? We hear you perfectly. Thank you, and we see you. Ja, ganz wunderbar. Wir sehen Sie auch sehr gut. And the slides as well. Und wir sehen auch Ihre Präsentation. Es freut mich sehr, heute hier zu sein und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass die WHO auch dabei sein darf. Zunächst einmal möchte ich ebenso wie Dr. Hatchett Danke sagen. Danke auch von Seiten der WHO. Er hat das ja bereits für CEPI getan. Also die WHO ist auch wirklich besonders dankbar Deutschland für die Unterstützung auf die vielfältige Art und Weise, wie sich das geäußert hat. Nun ein bisschen was zu den Lieferketten und was sich dort entwickelt hat im Bereich der Covid-19-Therapeutika. Also Impfstoffe ist natürlich ein bisschen was anderes. Darüber sprach ja bereits Dr. Hatchett. Das Ganze ist ja so ein bisschen entmystifiziert worden, insbesondere wenn es um Preisbildung geht und Verträge und auch insbesondere die regulatorischen Maßnahmen, wie das Ganze einen Einfluss hat auf unsere Aktivitäten und wie sich das entwickelt hat. Ich möchte zunächst einmal etwas sagen über ACT-AID, die Partnerschaft. Das Ganze steht ja für Access to COVID Tools Accelerated. Es gibt hier eine groß angelegte Partnerschaft im Bereich der Therapeutika. Da haben wir natürlich die WHO ebenso wie andere als globale Partner und da haben wir auch einen Vertrag mit anderen und wir haben Zugang beschleunigt zu Therapeutika in diesem Bereich für die Indikation. Wir haben einen Allokationsmechanismus, aber die Therapeutika werden natürlich anders verabreicht und eingesetzt als die Impfstoffe und deshalb wurde auch dieser Mechanismus separat aufgesetzt. Ich möchte die drei Medikamente erwähnen, die hier eine wichtige Rolle gespielt haben. Die drei Arzneimittel sind sozusagen ein Beispiel für die Fallstudie der Lehren, die wir aus Covid-19 ziehen können. Also es gibt zunächst einmal Tocilizumab, also das ist etwas für die stationäre Behandlung. Dann gibt es natürlich auch noch Nirmatrelvir und dann noch ein drittes Präparat. Diese sind sozusagen als Wirkstoff zur Verfügung. Zunächst einmal haben wir über ACT-AID diese Medikamente an die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen verteilt. Da gibt es vielleicht Zugangsprobleme und Schwierigkeiten aus verschiedenen Gründen und deshalb haben wir diese Wirkstoffe und Arzneimittel dorthin verschifft und entsprechend die klinische Versorgung gewährleistet. Wir haben versucht, auch faire Preise durchzusetzen und konnten geschätzt
wusste, über 30.000 Hospitalisierungen hier entsprechend mit bearbeiten. Denn sehr häufig ist es so, dass sobald man mit Covid-19 ins Krankenhaus kommt, man auch schwere Verläufe haben kann. Und da haben wir auch antivirale Medikamente zwischen 3.000 und 5.000 Dosen verabreicht. Das klingt vielleicht nicht wie eine große Zahl, aber diese Produkte sind natürlich sehr viel später in der Pandemie zur Verfügung gewesen, verglichen mit den Impfstoffen. Nun einige komplizierte Bereiche. Warum müssen wir zusammenarbeiten und zwar so eng? Hier Beispiele. Zunächst einmal das große Vergnügen, das ich hatte, in dieser Kooperation mit den Partnern zusammenzuarbeiten, Global Fund, UNICEF, UNITAID und FIND. Das habe ich ja bereits erwähnt. Das ist eine sehr enge Partnerschaft und Zusammenarbeit. Da handelt es sich nicht nur um eine Gruppe von verschiedenen Behörden und Einrichtungen, die sich besonders engagiert zeigen, sondern das sind auch die Einzelpersonen, die sich stark für diese Kooperation auf Vertrauensbasis einsetzen und das unter Notfallbedingungen. Und deshalb war es uns eine große Freude, so viele Erfolge verzeichnen zu können. Wir haben ja sehr viel gesprochen über die tatsächliche Entwicklung eines Medikaments und welche Mühe da hineinfließt. Zum Beispiel gibt es auch Risiken. Stellen wir zu viel her oder zu wenig davon? Das ist ein sehr kompliziertes Umfeld. Nicht jeder kann antivirale Medikamente bekommen. Nur diejenigen, die Symptome entwickelt haben, ein gewisses Alter haben und Komorbiditäten haben. Also diejenigen, die erkrankt sind, die sehen wir hier unten in der Pyramide, die bekommen gar nicht dieses Medikament. Das heißt, nur ganz oben die Spitze, die ist wirklich entsprechend in der Kohorte, die hierfür in Frage kommt für die Behandlung mit einem solchen Arzneimittel. Und manchmal ist es so, dass dann dieses Arzneimittel gar nicht zur Verfügung steht. So war das in einigen Ländern. Die Frage ist also, welche Quantitäten produziert man und wie gelangen diese in die Länder, die es benötigen. Und da haben wir gelernt, wir müssen schauen, ob die Fertigung ein Risiko ist, welcher Preis sinnvoll ist. Und manchmal müssen wir da Annahmen treffen, die treffen dann ein oder auch nicht. Aber hier haben wir besonders große Risiken zu verzeichnen gehabt. Wir haben einige Schätzungen durchgeführt für 2023 und da hatten wir einen fünffachen Unterschied, das heißt bei unseren Schätzungen am unteren Ende und am oberen Ende. Und davon werden natürlich Finanzierungsentscheidungen und auch Produktionsentscheidungen beeinflusst. Und da müssen wir also immer schauen, wie wichtig auch Förderung in diesem Bereich ist. Im Bereich Therapeutika müssen wir natürlich auch über Co-Abhängigkeiten sprechen. Diese Co-Abhängigkeit, die wir hier gefunden haben, das ist etwas, was auch in anderen Pandemien auftreten kann. Das ist nämlich die Diagnostik. Diagnostika, wir können überhaupt niemanden behandeln, bevor wir nicht auch Tests durchgeführt haben. Es gibt aber im Augenblick noch nicht so hohe Testraten. Wir müssen also schauen, dass wir diese Raten noch erhöhen. Wir können sonst nur schätzen. Wir können schätzen, wie viele erkranken werden, wer genau die Bevölkerungsgruppen sind, die erkranken werden, welche Komorbiditäten diese haben und dann schauen, wie wir schnell die Arzneimittel zu ihnen bekommen. Und dann müssen wir schauen, dass wir Tests durchführen und die Frage ist, wo genau wir diese Tests durchführen und da müssen wir schauen, was sind also die verschiedenen Variablen, was sind die Co-Abhängigkeiten. Wenn ich eine Positivrate von 10% habe, dann muss ich 100 Menschen testen, um einen positiven Patienten zu finden. Das sind die Dinge, die wir bedenken müssen. Manchmal ist das etwas, was nicht offensichtlich ist. Wir müssen aber schauen, dass wir das Ganze entsprechend analysieren und nicht immer hinter den Entwicklungen hinterherrennen. Man sieht aber natürlich auch andere Dinge. Wir haben eine gewisse Nachfrage gesehen und dann sehen wir natürlich gleichzeitig, dass wir versuchen müssen, das Risiko zu reduzieren. Und das ist etwas, was wir zukünftig im Falle von zukünftigen Pandemien berücksichtigen müssen. Schauen wir uns die Pandemie heutzutage an, verglichen mit den frühen Phasen der Pandemie. Hier haben wir natürlich auch mit Arzneimittelknappheit zu tun gehabt und das passiert natürlich regelmäßig. Das hat auch nicht immer etwas mit dem Einkommen in den entsprechenden Ländern zu tun. In diesem Fall war es eine Arzneimittelknappheit, die vorher nicht da gewesen war. Einmal zum Beispiel, wenn es um Beatmungsgeräte ging für diejenigen Patienten, die intubiert waren, aber natürlich auch im Bereich anderer Arzneimittel und entsprechende Ausrüstungsgegenstände. Es gibt also entsprechend Länder, die versucht haben, dann zu gewährleisten, dass der Zugang zu Arzneimitteln niemanden versagt wird.
Und da gab es dann entsprechende Restriktionen und die führten dazu, dass der Zugang eingeschränkt wurde. Wir müssen aber auch schauen, wo Nachfragen so entsprechend angestiegen sind, was der Grund dafür war. Paracetamol und andere sind natürlich sehr, sehr wirksam. Wir müssen also schauen, wie wir unsere Ressourcen sinnvoll einsetzen. Und da können wir natürlich auch schauen, wie wir entsprechende Arzneimittel so auch verwenden für andere Arznei, für andere Zwecke. Und Hydroxychloroquin war da natürlich plötzlich ein Arzneimittel, was den Ruf hatte, wirksam sein zu können im Bereich von Covid. Das stellte sich natürlich als falsch heraus, aber das führte zu einer gestiegenen Nachfrage und das hatte wiederum noch weitere Auswirkungen. Und dann muss man schauen, dass wenn zu viel Aufmerksamkeit auf einem Arzneimittel liegt, dann gibt es wenig Aufmerksamkeit für andere. Und Richard hat ja zum Beispiel richtig gesagt, dass es 120 verschiedene Moleküle aus vielen, vielen Ländern gab, die auch entsprechend in anderen Präparaten hätten eingesetzt werden können. Und da wiederum kommt es zu diesen verschiedenen Co-Abhängigkeiten, die mit berücksichtigt werden müssen. Also zum Thema Regulierung und Zulassung und Verträgen und dem Umfeld. Hier haben natürlich kommerzielle Interessen die wichtigste Rolle. Manchmal ist es so, dass wir hier noch einige Bereiche haben, die wir verbessern können. Ich versuche also so ein bisschen diese Kommentare aufzuklären zur Regulierung. Natürlich ist es so, dass in einigen Ländern sich man darauf verlassen kann, dass Medikamente zugelassen werden, aber das Ganze ist dann noch ein technischer Prozess. Es müssen Daten erhoben und dann ausgewertet werden und es gibt da entsprechende Programme, Präqualifikationsprogramme zum Beispiel von Seiten der WHO. Ein Ziel hier ist es, diese Art von Zulassungsrisiken zu minimieren. Es gibt also einige Länder, die entsprechend auch Verträge oder Abkommen mit der WHO unterzeichnet haben, sodass eine schnelle Marktzulassung erfolgen kann in bestimmten Ländern, die also Unterzeichnerstaaten sind. Also es gibt hier diese verschiedenen Medikamente, die zugelassen wurden. Einige wurden auch entsprechend bei der WHO eingereicht oder bei den nationalen Regulierungsbehörden oder anderen Zulassungsbehörden. Einige Hersteller haben das also getan. Sie haben ihre Zulassungsunterlagen der WHO vorgelegt. Aber manchmal ist es so, dass sie entsprechend das so vorgelegt haben, dass sie dann nicht unter diese Reliance-Programme gefallen sind. Manchmal ist die Zulassung natürlich auch sehr komplex. Viele dieser Therapeutika sind patentgeschützt und in einigen Fällen haben die Hersteller auch generischer Fertigung zugestimmt. Da haben sie sozusagen nicht gewartet, bis der Patentschutz ausläuft, sondern haben schon vorher einer generischen Produktion zugestimmt. Aber es gibt immer noch 135 Länder mit mittlerem oder niedrigem Einkommen und davon waren nur wenige, also hier auch solche, die profitieren konnten von unseren Programmen. Also es gibt diese verschiedenen Kategorien für die verschiedenen Arzneimittel und nicht jeder konnte profitieren von unserem beschleunigten Zulassungsverfahren. Und wenn wir uns ganz unten an unsere Tabelle anschauen, da sehen wir, dass 135 Länder auch von dem entwickelnden Unternehmen einkaufen können, wenn sie entsprechend diese Preise bezahlen können und sich das leisten können. Aber 95 Länder sind nur berechtigt, auch generische Produkte zu kaufen. Das heißt, hier gibt es limitierende Faktoren entsprechend der Charakteristika der Länder. Also es gibt bestimmte Länder, die einen begrenzten Zugang zu Medikamenten haben. Manchmal war das so, dass einfach die vertraglichen Bedingungen kompliziert waren. Das Ganze wurde dadurch ein bisschen verzögert. Und das führt natürlich zu Risiken in den Ländern, die eigentlich solche Medikamente erhalten sollten. Und da muss man schauen, dass wir beschleunigte Verfahren im Falle von Notsituationen ins Leben rufen. Das heißt, das ist in einem normalen Marktumfeld sicherlich ein normales Zulassungsverfahren, aber vielleicht nicht entsprechend passend, wenn es Notsituationen gibt. Und natürlich müssen wir letzten Endes auch ein Verständnis dafür schaffen, wie die Zulassungsverfahren vor sich gehen. Also wenn man ein Unternehmen ist, was ein Arzneimittel entwickelt und dann ein Land ausschließt von
von einem solchen Arzneimittel. Plötzlich hat dieses Land nicht mehr Zugang zu dem Generikum oder auch zu dem Markenprodukt. Und dann ist das sozusagen etwas, was dazu führt, dass wir nicht mehr diesem Land langfristig Zugang ermöglichen zu diesem Therapeutikum. Ich wollte so ein bisschen die technischen Schwierigkeiten erläutern. Und da gibt es natürlich einige Lehren, die wir ziehen können. Manchmal liegt der Teufel im Detail. Und da müssen wir natürlich schauen, wie wir das zukünftig bereinigen, wenn wir uns vorbereiten und Vorsorge treffen für Pandemien der Zukunft. Ich danke Ihnen noch einmal für die Einladung an die WHO. Und ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und nun möchte ich zurück an den Vorsitzenden geben. Vielen Dank. You as well. Vielen herzlichen Dank. I hope you hear the applause as well here from Berlin. We are in a very tight schedule und ich würde jetzt ins deutsche Sprache wieder überwechseln. Erste Frage kriegt die SPD mit Tina Rudolph. Ja, ganz herzlichen Dank für die beiden wirklich exzellenten Vorträge, die uns, glaube ich, auch noch mal sehr, sehr viele Eindrücke ermöglicht haben. Ich würde gerne an Dr. Hatchett die Frage stellen. Sie haben ja, Dr. Hatchett, noch mal betont, wie wichtig es ist, im Falle einer Pandemie möglichst schnell global Zugang zu allen notwendigen Diagnostika, Therapeutika und Impfstoffen zu gewährleisten. Und mich würde im Speziellen interessieren, welche Rolle Sie dabei den Plattformtechnologien und dem Technologietransfer zuschreiben. Es gibt ja sowohl den WHO-mRNA-Hub, aber eben auch dem WHO-CTEP. Und vor allem würde es mir darum gehen, welche Rolle Sie denen zuschreiben, wenn es um andere Technologien als die mRNA-Technologie geht. Und wenn ich darf, würde ich schnell noch eine kleine Seitenfrage ans BMBF, an Frau Spellberg anschließen, darauf Bezug nehmend, welche Technologien aus Deutschland, die mit öffentlichen Geldern auch gefördert worden sind, würden Sie denn für wertvoll erachten, zum Beispiel in den WHO-CTEP einzuspeisen? Vielen Dank. Wir sammeln wieder die Frage. Frau Schulz-Asche ist die nächste. Ja, herzlichen Dank für die Darstellung. Ich habe eigentlich eine Frage, die sich vielleicht an beide richtet. Wir hatten ja bereits vor Covid-19 in Deutschland und in Europa eine Diskussion über Lieferengpässe und die sich nicht nur auf die fertigen Medikamente bezogen, sondern auch auf bestimmte Vorprodukte, die halt wirklich zum Teil nur noch in China oder in Indien hergestellt wurden. Also die Diskussion gab es ja schon. Und insofern meine Frage, wenn, was Sie jetzt bei der Diskussion, die Sie jetzt führen und auch bei der Frage von unter Umständen Sicherstellung auch von Produktion, zum Beispiel in Europa, aber eben auch in anderen Teilen der Welt, wie Sie das sehen, dass im globalen Süden halt diese Probleme auch dauerhaft gelöst werden können bei uns. Würde das nicht heißen, dass man Teile der Produktion und auch Teile der Wirkstoff- oder Grundstoffproduktion wieder auch, was die Kontinente angeht, verteilen müsste? Inwieweit spielt es bei Ihnen als Diskussion eine Rolle? Gilt übrigens nicht nur für die Arzneimittel oder die Produktion selber, sondern auch für Medizinprodukte, die ja zum Beispiel zum Impfen oder zur Gabe von Medikamenten auch notwendig sind. Ja, vielen Dank, Dr. Diaby, der online zugeschaltet ist, hat auch jetzt das Wort. Er hat auch eine Frage stellen. Ja, herzlichen Dank für die einführenden Worte. Können Sie mich richtig hören? Wunderbar. Können Sie mich hören? Okay, danke schön. Ja. Herzlichen Dank für die einführenden Worte und vor allem finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Zusammenhang, die Lehren aus der Covid-19-Pandemie, dass das angesprochen wird. Sie haben da mehrfach das auch betont. Deshalb komme ich ganz kurz zu meinen zwei Fragen. Es geht ja um die Impfstoffungerechtigkeit und die Produktion von Impfstoffen, aber auch den Ausbau von Infrastrukturen in den Ländern des globalen Südens. Sie haben Pasteur-Institut gerade erwähnt und auch die Zusammenarbeit mit Deutschland hervorgehoben. Meine Frage sind, was sind denn konkret jetzt die Erwartungen, die Sie darüber hinaus an die deutsche Politik und an uns Parlamentarierinnen richten für die nächsten Jahre? Und das Zweite ist, was können wir tun, um die richtigen Lehren aus der Covid-19-Pandemie zu ziehen, um mit internationalen Organisationen wie WHO, aber auch CEPI in diesem Bereich und weiterhin sehr intensiv zusammenarbeiten zu können? Diese zwei Fragen würde mich interessieren. Dankeschön. Dankeschön, Karamba. Jetzt kommt Dr. Kippels, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Die Frage richtet sich an Dr. Hatchett.
Wir haben mit der selbst auferlegten Verpflichtung für die Zukunft einen Impfstoff von innerhalb von 100 Tagen im Pandemiefalle herstellen zu können, natürlich ein sehr anspruchsvolles Ziel formuliert. Und wenn wir zurückdenken, hätten wir ohne die mRNA-Technologie, die zu dem Zeitpunkt des Pandemieausbruchs zumindest mal schon über Jahre vorentwickelt worden ist, überhaupt keine Perspektive gehabt, einen geeigneten Impfstoff zu finden. Dann haben Sie in Ihren Papieren zum Ausdruck gebracht, dass also für diesen beschleunigten Weg ein grundlegender Paradigmenwechsel in der Impfstoffherstellung und der Forschung und der Produktion eingeschlagen werden muss. Sind Ihrer Meinung nach bereits für diesen Paradigmenwechsel die richtigen Entscheidungen getroffen worden? Und wenn nein, was fehlt noch, um eben diesen Anforderungen gerecht zu werden? Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen, deswegen würde ich. Entschuldigung, Herr Gerschau, Entschuldigung. Ja, eine Frage an Herrn Hatchett. Konnten Rückschlüsse aufgrund der Tätigkeiten bei der Ebola-Ausbrüchen und Schweinegrippe-Pandemie gezogen werden? Das heißt, welche Lehren können daraus gezogen werden? Und zu dieser spannenden CEPI-Studie, neue Pandemie-Impfstoffe in 100 Tagen, sprechen Sie von Optimierung der Herstellungsprozesse. Was kann ich mir unter Optimierung der Herstellungsprozesse vorstellen? So, ich glaube, jetzt haben wir alle Fragesteller zu Wort kommen lassen und würde einfach in der Reihenfolge, wie gerade auch vorgetragen, Dr. Hatchett bitten, zu antworten, gefolgt von Frau Heldmann und dann, glaube ich, am BMBF von Frau Spielberg war auch eine Frage gestellt worden. Dr. Hatchett, it's your turn. Dr. Hatchett, bitte. Thank you, Professor Ullmann. Ja, vielen Dank, Professor Ullmann. Soll ich alle Antworten auf alle Fragen gleich geben oder sollten wir die Liste abarbeiten, eine nach der anderen? Ich würde vorschlagen, dass Sie alle Fragen en bloc beantworten und dann Ms. Heldmann als Nächste. Okay, gut. Ich weiß, dass wir zeitlich unter Druck stehen, also versuche ich mich ganz kurz zu fassen. Vielen Dank, Frau Rudolph, für die Frage und ich versuche das zusammenzufassen. Sie haben ja nicht nur die Rolle der mRNA angesprochen, sondern auch anderer Technologien und die Notwendigkeit, dass diese Technologien geteilt werden. mRNAs sind eine sehr vielversprechende Technologie, immer noch viele Einschränkungen und es gibt immer noch sehr starke lokale Reaktionen. Das Pfizer-Vakzin hat eine spezifische Spritze benötigt, was es natürlich schwierig gemacht hat, dies im globalen Süden zur Verfügung zu stellen. Und auch die Kühlkette musste aufrechterhalten werden. Das war sehr, sehr schwierig. Und die Nutzungsmöglichkeiten und die Einschränkungen dieser Technologie für andere Krankheiten muss man sehen. Wir haben bei einigen Atmungserkrankungsviren hier vielversprechende Ansätze gesehen, aber momentan scheint es eine Impfstofflösung für eine Krankheit zu sein. CEPI ist verpflichtet sich weiterhin dazu, eine Bandbreite von Impfstofftechnologien zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel in der Zusammenarbeit mit Herstellern in den Entwicklungsländern im globalen Süden ist es, sicherstellen zu können, dass sie Zugang haben zu relevanten, schnellen Lösungen, nicht nur mRNA, sondern auch die Viral-Vektor-Lösungen, die wir bei AstraZeneca und Johnson & Johnson genutzt haben und auch einige der Proteinansätze, die zwar ein bisschen langsamer waren, aber auch gewisse Vorteile mit sich bringen. Wir denken also, dass es für die globale Ausbreitung dieser Technologien wichtig ist, eine Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Wir arbeiten mit der WHO zusammen, die durch den mRNA-Hub arbeiten und wir investieren komplementär dazu, um mRNA-Technologien zu verbessern. Wir arbeiten mit SK Bio zusammen und Leap und vielleicht werden irgendwann auch andere Technologien hier mit verwendet, aber das ist natürlich nicht die Entscheidung von CEPI. Was die Frage der Liefer
Engpässe anbelangt und dass Länder im Süden mit aufgenommen werden sollten in diese Lieferketten. Nun, wir haben während der Pandemie einen Trend hin zur Regionalisierung gesehen und das bedeutet auch, dass die Lieferketten wieder regionalisiert werden müssen, nicht nur die Produktionsfähigkeiten und dann abhängig sein von Lieferketten, die über die Regionen hinausgehen. Ich glaube, die Regionen werden nie in der Lage sein, sich komplett selbst zu versorgen, aber wir müssen die gesamte Wertschöpfungskette als stärker aus der Sicht der Regionen zu sehen. Dr. Diaby, Sie haben die Erwartungen angesprochen, was wir von den Parlamentariern erwarten und was die Lektionen sind, die wir für die Zukunft aus der hinsichtlich der Zusammenarbeit erwarten. SEPI arbeitet mit nationalen Institutionen wie SEPAI oder regionalen Institutionen wie HERA zusammen. Und wir möchten die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Deutschland auf jeden Fall auffordern, darüber nachzudenken, wie diese nationalen und regionalen Investitionen durch die EU die Investitionen in SEPI ergänzen können. Wir möchten ein globales, internationales System erarbeiten, das von den Parlamentariern hier unterstützt werden kann. Und dann kam noch die Frage zur 100-Tage-Mission. Das ist natürlich ein ehrgeiziges Ziel und ein Paradigmenwechsel wird hier erforderlich sein. Aber Teile dieses Paradigmenwechsels sind jetzt schon sichtbar. Wir hören jetzt von der USFDA, dass sie anfangen werden, Updates des Covid-Impfstoffs ähnlich behandeln werden wie die jährlichen Grippeimpfungen. Sie fühlen sich wohl mit der Plattform, sie fühlen sich wohl mit den Impfstoffen und können so neue Covid-Impfstoffe mit begrenzten Tests eines Vaccine-Updates auf den Markt bringen. Die Vaccine-Bibliotheken, die wir erstellen möchten, zielen darauf ab, so viel Informationen wie möglich zur Verfügung zu stellen über mögliche Vakzine, die Nutzung neuer Technologien, die vielleicht eng verwandt sind mit neuen Vakzinen, die wir benötigen in Notfallsituationen. Also wir müssen hier mit Regulatoren sprechen, wir müssen sie darüber informieren, wie effektive Vakzine zur Verfügung gestellt werden können. Und ich komme vielleicht nachher auf die Ebola-Frage nochmal zurück, wenn wir noch Zeit haben, denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit und wir müssen einen sehr engen Zeitplan einhalten. Deswegen würde ich jetzt gerne Ms. Hetman bitten, zu antworten auf die Fragen, die ihr gestellt wurden. Ja, ich kann eigentlich nur unterstützen, was Richard gesagt hat. Wir kennen uns ja, WHO, SEPI, wir kennen uns alle gegenseitig und viele der Antworten, die er gegeben hat, entsprechen in etwa dem, was ich auch sagen würde. Ein paar kleine Punkte noch, was die Botschaften an unsere Partner anbelangt im globalen Norden, hauptsächlich auch diejenigen, die uns finanziell unterstützt haben, egal ob das jetzt die WHO, SEPI oder andere sind, ist, dass flexible Finanzen sehr, sehr wichtig sind. Wenn es zweckgebundene Finanzen gibt, dann ist es manchmal schwierig, flexibel zu reagieren. Und was wir bei den Lieferketten herausgefunden haben, die Change-Management-Komponente bei Lieferketten ist ganz, ganz wichtig. Man wird nicht immer recht haben, aber man muss in der Lage sein, mit Veränderungen umzugehen. Und das ist eine ganz kleine Sache, die ich hier vielleicht hinzufügen möchte. Und was die Frage der aktiven Wirkstoffe, der Kernmoleküle in den Produkten anbelangt, nun, da gibt es bei Impfstoffen natürlich einen ganz anderen Prozess als bei den kleinmolekülbasierten Medikamenten. Die aktiven Wirkstoffe werden manchmal wirklich nur von ein, zwei Herstellern hergestellt und die hängen dann bei Heparin zum Beispiel, ein Medikament zur Covid-Bekämpfung, aber ein Medikament, das ein Antikoagulant ist. Die Wirkstoffe werden hier von zwei Unternehmen in China hergestellt. Und wenn man sich das etwas detaillierter anschaut, so hängen sie beide
von einer einzigen Quelle ab. Also das heißt, hier haben wir große Probleme. Die Hersteller wollen die Informationen über die Wirkstoffe häufig nicht teilen und wir müssen überlegen, wie wir das machen. Das geht jetzt zurück auf Lizenzabkommen. Wenn ich eine Lizenz gebe für die Herstellung, dann habe ich natürlich eine gewisse Beziehung mit dem Hersteller und ich möchte auch sicherstellen, dass ich keine Lizenz unterzeichne, bei der ich ein Produkt kaufe, bei dem ich keine hochqualitativen Wirkstoffe habe. Also einige Länder diversifizieren hier die Herstellung von Medikamenten, von Wirkstoffen. Das ist sehr, sehr wichtig und man muss bereit sein, die Informationen zu teilen über alternative Quellen, aus denen man Wirkstoffe beziehen kann. Das ist eine andere Möglichkeit hier. Und das ist die Möglichkeit für die aktiven Wirkstoffe. Dann gibt es natürlich noch Komponenten, die gegenwärtig haben wir das Problem, Papier nach und Karton nach Europa zu bringen, um pharmazeutische Produkte zu verpacken. Also da haben wir auch Probleme. Wir müssen also diese aktiven Wirkstoffe früh erkennen. Und das zweite Problem ist natürlich das, wo man nicht voraussehen kann, wo es Mängel und Knappheiten gibt. Also niemand konnte vorhersehen, dass Papier, Folie und Karton in europäische Länder knapp werden könnte. Also da haben wir ein Kernproblem. Wie geht man mit diesen Dingen um? Man sollte nicht nur auf diese Probleme reagieren, nachdem sie entstanden sind. Also das sind zwei Dinge, die wir hier angehen können. Und aus Zeitgründen komme ich hiermit jetzt zum Abschluss. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen dafür, dass Sie sich... Frau Spellberg, bitte. Spellberg, Entschuldigung. Ja, vielen Dank. Zur Frage von Frau Rudolph. Es ist Sache der Zuwendungsempfänger, also der geförderten Unternehmen in diesem Fall, zu entscheiden, inwieweit die entwickelten Produkte Institutionen wie dem CTAP zur Verfügung gestellt werden. Danke. Ja, vielen Dank. Hier auch explizit auch Dankeschön an die beiden Referenten, die zugeschaltet waren, die die Möglichkeit gegeben haben, uns hier auch auszutauschen. Ich denke, es ist ja ganz wichtig, dass wir uns auch als Gesetzesgeber austauschen. Und ich bedanke mich hier bei allen Beteiligten, auch hier im Deutschen Bundestag, hier im Sitzungssaal für die konzentrierte Sitzung und die sehr angeregte Diskussion. Ich freue mich auf die nächste Sitzung am 27. Februar. Hier da haben wir die Themen der geschlechtergerechte Ansätze zur Erreichung von SDG 3 und genderbasierte Gewalt und sexuelle reproduktive Gesundheit und Rechte, kurz SRGR, in konfliktbetroffenen, fragilen Kontexten vorgenommen. Ich mache darauf aufmerksam, dass am 30. Januar World NTD Day ist, dass man hier dann auch durchaus Social Media, jeder Abgeordnete, wer will, aktiv werden kann. Und ich wünsche jetzt auch einen guten Abend in das virtuelle Netz und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.